select-gmbh.de kannst du ganz einfach einen passenden Job für dich finden lassen. Richtig, wir suchen nämlich für dich. Also erstmal zufrieden bin ich nicht, auch wenn ich die Gründe zufrieden ist, die Kinder haben, was wir alle von der Schule und der Arbeit wissen. Heute ist es auf jeden Fall so, dass ich mir mehr aufhabe. Ich habe aber auch gewusst, dass mein Bauchspiel gewonnen ist. Es ist jedes Mal ein kämpfendes Spiel hier, es ist jedes Mal ein gegnerisches Spiel. Leider sind wir immer die Mannschaft, die euch dann wieder in die richtige Richtung bringt. Schauen wir mal, dass es nicht viel zu wieder so war. Vom Spielverlauf an sich muss man froh sein, dass wir zwei Stellen spielen. Wir haben uns am Defensiv heute katastrophal verteidigt. Nach vorne haben wir den Lennisler aber richtig gut geschossen. Vielleicht in der zweiten Halbzeit was wir nicht alles besser in der ersten Halbzeit. Aber alles in allem müssen wir noch mit den 2-2 Leben zu haben. Danke schön, dass du da bist. Tobias, hast du den Ausdruck deines Kollegen nachvollziehen oder bist du mit dem Platz vor uns zu kommen? Ja, die Einschätzung ist halt schon nicht. Ich denke, wir wollen jetzt nicht ein Spieler finden. Wir nehmen glücklicherweise den Rückstand durch unseren Abfahrt vor, ich glaube, weil 5-6 Sekunden vorher in der Verteidigung schon meiner Meinung nach faul in der Verteidigung. Dann wieder bei einem Ausdruck, weil es ja bei einem Tiefe vor ist. Ich glaube, wenn man 20 Jahre dabei ist, bekommt man das schon mal der Taschen von einfach. Und ab dem Zeitpunkt habe ich dann aber auch raus, dass ich jetzt eine gute Spiele in der Verteidigung ist, und das ist alles. Und er hat alles dargelegt, dann ist das Auswärts einmal präsentiert, dann ist das so, und so. Ja, dann ist das Spiel gedreht in 2-1, bevor wir dann rasch im Gegenzug der Unterkultur über den Abgefisch waren. So, dann schluss 2-2, alles in allem auch, ob man das Spiel dann gewinnen hätte, verlieren hätte müssen, das überlasse ich immer dem Selbstverständnis sehr, das ist gewertet, ich glaube, die Leistung überwältigt gut und vielleicht auch mal ein Sieg der Politik, aber das ist schon mehr als der Verein. Danke für das Schöne. Danke, dass ich hier manchmal mit dieser Leistung auch ein bisschen aufgezogen habe. Danke, kann. Dann wenn ich das heutige Schöne bewerte, was ich natürlich noch mache, dann sieht es ganz anders aus, aber die wenn die Mannschaft sich präsentiert, ist es halt von einer selben Mannschaft. Und wir haben noch kein Spiel verloren seitdem. Auch heute wieder mit dem 2-2. Und wir haben den Kreis auch nicht verloren. Das heißt, wir können weiterhin mit dem Ziel oder mit dem Gedanken, dass wir morgen reinkommen, und dann können wir uns befassen. Mit dem Aufstieg an sich befassen wir uns nicht. Wir wollen uns immer weiterentwickeln, dass es vielleicht irgendwann ist, dass wir beschlossen haben, dass wir mit der Mannschaft verändern lassen. Und dann auch ja, das Spiel davon und das Spiel einfach für uns schreiben und auch genießen. Danke. Tobias, das Aufregung war schon die Frage, dass wir bei einem Durchbruch quasi gegen zu müssen, was wir in der Kurse sind. Da kriegt er sich kurz wieder zu umrechnen, was wir erfreuen und durchziehen. Das war das sehr erfreulich. Glaube ich nicht. Letztendlich hat meine Verbindung dabei und nicht auf dem Plastisch. Dann werden wir auch jede Woche unheimlich hohe Qualität und so. Wir haben einen Zivilisator und all das Spieler schon nicht dabei bei der Coach. So, das ist ein bisschen ein bisschen erklärt, aber es hat ja nichts mit der Situation zu tun, die bei mir gekommen ist. Für mich ist es sehr schwer, die nächste Woche mit uns zu tun, weil das beim Spielsatz 2 Monate, 15 Spiele, mit dem Fall 14 oder 14, da kommt einiges auf den Mannschaft in der Saison. Ja klar, das ist ein absolutes Mammutprogramm, aber es wäre schon dazu in der Lage, Woche für Woche eine gute Mannschaft auf den Platz zu schicken. Wir haben einen ausgeglichenen Kader, das muss man wirklich sagen. Und wir werden die
Steffen, es ist ja gestern, glaube ich, bekannt gegeben, dass du bis 2020 verlängert hast. Kannst du da mehr zu deinen Hintergründen sagen? Ja, was hat denn Ausschluss gegeben, dass es zumindest bis 2020 verlängert wurde? Es war recht überraschend, weil man eigentlich erst gesagt hat, schauen wir mal bis Saisonende, du bist ein Neuling. Also ist eine Ausnahmesituation. Ja, Mannschaft kam es ja auch irgendwie überraschend. Der Spieler, mit dem ich ein Interview geführt habe, hat gemeint, er hat noch kein Gespräch geführt. Ja, noch kein Gespräch darüber geführt. Das ist ja relativ überraschend. Worauf wartest du noch? Jetzt einen passenden Job finden lassen auf select-gmbh.de.